dieser Kultur aus dem besten Europa verschwemmen. Mein Führer, Ruf und Berlin wird eine Straße. Kann und darf nicht sein. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Hebel, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer? Es ist gut, mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht's in Ruhe. General Kos, usted dirigirá la primera carga. Cañones de 5 kilos llegan mañana. ¿Para qué sacrificar la vida de tantos soldados por tomar un muro que puede ser derruido? General Castrillón, ¿qué es la vida de los soldados sino vida de gallinas? ¿Y si se rinden? Son piratas. Los soldados. Ni un solo prisionero. General, hay reglas de gobierno. ¡Prefiero ser yo! ¡Usted, señor, no ha entendido nada de las dificultades que se entraña! Mi compromiso es preservar la integridad del territorio nacional. ¿Acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden esos bandidos? ¿Esto para qué? ¡Debe parar aquí! Porque de lo contrario, nuestros nietos y los nietos de ellos algún día sufrirán la desgracia de mendigar las migajas de los americanos. Sin sangre, sin lágrimas, no hay gloria. Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch, der schleicht ja dann gleich wieder ab, kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich, in den nächsten Szenen, die ich habe. General Ritter von Greim, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich.
Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler heißt in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenberatung. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter euch ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht! Presida, ¿qué la has hecho? Allí la está, jefe. Ya, pues, acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger la paellera. Y me acuesto el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Presida, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y consumió paella. Eso. Y la encontré porque se estaba la paellera agarrada. Entremetía entre las piedras de Chipiona, el de Faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un paella! ¡Ay, mira! ¡Estuve yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡Ay, cocinero! ¡No vea! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último, que cuando ya salió la vida en de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso.
petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. Ay. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni chino, vamos.